Hallo und herzlich willkommen zurück bei Serial Cleaner. Es ist noch immer mitten in der Nacht. Ich versuche es jetzt am gleichen Tag nochmal, weil ich einfach unbedingt weiterkommen möchte. Ich habe vor ein bisschen die Zeit genutzt, wo ich mich abreagiert habe, indem ich ein bisschen was anderes gezockt habe. Ah, warte. Ah, ne, der kommt jetzt eh nicht zurück. Habe ich mal kurz nach einem Guide gegoogelt, wo man die ganzen Collectibles findet, damit ich die Bonusaufträge freischalte. Und ja, das mache ich dann, nachdem ich halt die Hauptmission da fertig habe, die 20. Ich glaube 20 sind. Und ja. So, dann versuchen wir es mal wieder. Ich hoffe, diesmal schaffen wir es durch. So, da dieses Messer holen wir uns da mal. Ja, gut, das war wieder schlecht gemacht von mir. Das war nicht so gut. Ja, die eine Stelle, die macht mich ein bisschen fertig. Da weiß ich nicht, wie ich da am besten vorgehen soll. Dann sterbe ich auch ständig. Und da bin ich ja vorher auch gestorben, als ich zurück wollte. So, da geht er wieder weg. Das heißt, ich kann hier den wegschmeißen, das hier einsammeln. Dann das Messer hier einsammeln. Dann bleibe ich hier mal stehen. Hier, wie weit er da vorne steht. Warte, wir müssen mal schauen, ob wir hier irgendwo einen toten Winkel haben. Das ist einfach am sinnvollsten, weil ich werde sonst verrückt mit dem Typen. Ich glaube, das ist ein toter Winkel, ich bin mir aber nicht sicher. Ja, schaut sehr danach aus. Okay, vielleicht kriegen wir es ja jetzt hin. Das wäre ja großartig. Die Afro-Typen da, die sind echt. Die laufen so schnell herum. Dann rennt der wieder mal nach oben. Kann der nicht einmal nach oben laufen? Komm schon, Junge. Endlich. Der rennt jetzt gleich nach unten, oder? So, dann wischen wir da mal. So, wischen ist erledigt. Jetzt hat's warten. Oder auch nicht warten. Weil der Typ geht jetzt gleich nach oben. Jetzt heißt es warten. Nein, laufen kann ich nicht, weil genau jetzt der mit der Knarre da rankommt und da ankommt. Wurscht. Der geht da jetzt nach unten. So, das haben wir. Mann, nee. Okay, das war dumm von mir. Da war ich einfach viel zu gestresst aus irgendeinem Grund. Ich versuche das ruhiger anzugehen. Das sind die letzten Level. Die werde ich doch irgendwie noch hinbekommen. Ich weiß, es ist wieder ein super kompliziertes Game und schwierig und was weiß ich. Aber ich will es einfach schaffen. Was ich anfange, ziehe ich auch durch.
ich denn da an das eine Ding daran? Oh mein Gott. So, der muss da jetzt wieder weg. Komm, geh. Ich will mir da drüben das Band holen. Oh, das Band holen wird gleich ein bisschen schwierig. Ne, da kommen jetzt beide wieder. Der da rumläuft, der ist der Schlimmste. Der Rest ist super easy. Aber der Typ da ist echt eine Katastrophe. Ich weiß nicht, was ich mit ihm tun soll. Geh weg, verpiss dich. Mit dir. Gut, wir haben da mal alles. Okay. Da drüben dann noch die eine Leiche. Ich weiß nicht warum, aber mit manchen Leveln komme ich besser klar als mit anderen. Ich weiß nicht, woran das liegt. So, da ist der hier? Ja, der ist hier. Gut, dann warten wir mal, bis der wieder nach unten spazieren und dann hoffen wir, dass wir da schleunigst durchkommen. Aber wobei, wir können uns ja in der Ecke verstecken, das wäre ja kein Thema. Und der da wieder lang geht. So. Komm, geh, geh, geh. Wenn der wieder nach oben geht, wischt man da mal weg und alles. Der schaut sich jetzt da kurz um. Gar kein Problem. Ja, der kommt wieder. Wieder so kurz davor. Ja, wenn ich die zur Sache aufgehoben habe, verstecke ich mich. Wenn nicht, dass der wieder auf die Idee kommt, da irgendwo da oben rumzuspazieren. Lässt mir einfach keine Ruhe, dieses Level. Ja, das ist halt, wie es halt bei River City Girls letztens war. Da wollte ich auch diesen letzten Bossfight unbedingt geschafft haben. Oh, ich hätte mich eigentlich da oben verstecken können, egal. Jetzt liegt die Leiche weit genug oben, das macht keine Probleme. Der wundert sich auch gar nicht, warum da jetzt plötzlich der Sack weiter oben liegt. Super easy. So, zack. Das hier. Nein! Och Mann, ey, ich hab doch gleich A gedrückt. Alter. Ich hab doch gewusst, ich verkack wieder kurz vorm Ende.
Ich hab wieder so reingekackt, ey, das ist unfassbar. Ich war schon wieder fast durch. Und jetzt liegt da dieses Band schon wieder so dämlich. Boah, das ist echt schlimm. Sehr, sehr schlimm ist das. Wäre für mich halt schon super frustrierend. Aber wir kriegen das hin. Irgendwann mal. So. Wo ist der jetzt? Der läuft zu. Das Messer ist da drüben. Das ist natürlich nicht so geil. Das heißt, ich sollte schauen, dass ich in einem Ruck durchkomme. Alter Schwede. Das unten mache ich dann. Das unten ist super easy. Festhängen. Zumindest halt in den meisten Fällen. Also da unten bin ich noch nie gestorben. Also ich hoffe, dass ich da jetzt auch nicht sterben werde. Dieser Polizist, ey, macht mich fertig. Meine Finger kribbeln schon wieder, weil ich da unbedingt da endlich weiterwischen will und weiterkommen will. So, der kommt wieder runter. Sehr gut. Der braucht halt immer so lang und dass du halt immer gleich One-Shot bist. Ja klar, ist auch logisch. Ich meine, du hast keine Panzerung oder sonst was. Entschuldigung. Aber ja, man hätte es trotzdem irgendwie ein bisschen einfacher machen können. So, der wundert sich jetzt wegen der Leiche. Geht jetzt trotzdem runter wahrscheinlich. Ja. Boah, ich wollte schon wieder nach oben gehen, weil ich gerade in dem Moment jetzt keine Geduld habe. Aber versuch mich zusammenzureißen. Der Weg wird erschlimmelt. Ach, Entschuldigung. Das Schlimme wird dann wieder der Weg darüber. Weil der eine Typ macht mich so fertig. Nein, warum? Warum hat er mich jetzt plötzlich gehört? Mann, ich verstehe das schon wieder vorne und hinten nicht. Warum? Warum hat der mich jetzt gehört? Der hat mich sonst nie gehört, wenn ich da aus der Kiste gestiegen bin. Ist halt teilweise echt so random einfach. Ah, der schaut da jetzt wieder nach. Tadü. Und er dreht sich um und er geht wieder. So, die Sachen haben wir da mal wieder. Wie schaut's denn diesmal aus? Da liegen wieder zwei Sachen, da unten liegen wieder die Sachen und ja. Gut.
Der nervt da wieder übertrieben. Alter Schwede, habe ich unabsichtlich das Ding verschoben. Ah, diesmal ist die Kiste da und nicht in der Mitte. Das ist natürlich blöd. Das ist sehr, sehr blöd. Ja, das da unten darf ich dann nicht vergessen. Ich wette, da verkacke ich dann wieder. Mal schauen. Jetzt muss ich gerade voll viel gähnen. Toll. Richtig toll. Ich glaube, man hört mich da. Jetzt geht der halt da wieder nach oben. Ich bin gerade wieder mega angespannt. So, gut, die Hürde haben wir da mal. Jetzt fehlen nur noch die zwei Sachen von da unten und halt das bisschen Blut hier. So, falls er sich wieder wundert und dann wieder suchen geht. Ja. Wundert er sich auch wegen dem da drüben? Wahrscheinlich schon dann. Nein, wundert er sich nicht, weil es genau knapp aus seinem Sichtfeld raus ist. Naja, ist ja egal. Jetzt muss ich nur noch darüber. Weg. Geh da oben hin und lass mich in Ruhe. Komm schon, geh weg. Geh irgendwo hin und lass mich. Gut, Bluthammer, da ist das letzte Ding. Jetzt nicht reinkacken. Ich muss dann nur noch wieder darüber, weil da drüben ist der Ausgang. Weil ich bin ja nicht mit dem Auto da. Wir gehen kein Risiko ein, nee. Auf keinen Fall. Wir warten mal, bis der da wieder weg ist. Komm, geh.
meine Chance, um von hier wegzukommen. Bye bye, ihr Luschen. Layer of the Beast. Boah, geschafft. Uiuiuiui. Die Hinweise, die ich gefunden habe, deuten alle auf diesen Ort hier hin. Rich Drive 1. Das ist doch diese schnieke Villa der Rich Family. Familie. Heißt das, dass der Echo Killer einer der Richs ist? In was bin ich da nur hineingeraten? Na gut, wird Zeit, das Ganze zu beenden. Ich komme, Mama. Was? Okay, das ist ein sehr interessantes Level. Das Sicherheitspersonal hier ist nicht von schlechten Eltern. Ich sollte vorsichtig sein. Ich muss da zum Ausgang. Okay. Aha, ich bin dann automatisch erwischt worden. Alles klar. Abkürzung geht darüber, da will ich aber eh gar nicht hin. Dreht sich die Kamera auch? Ja. Komme ich darüber? Ich nicht ganz. Das kann man auch bewegen. Das ist da bei der Kamera da oben komme ich gar nicht vorbei. Das ist schon mal klar. Okay, gut. Ich kann da reingehen und mal da runter. Also ich habe hier mal keine Leute, die patrouillieren. Das ist alles so stehend. Ich verstehe nicht, warum ich da bewegen kann. Wozu? Halleluja. Wie komme ich da jetzt weg? Ah, der dünne Streifen ist egal. Ich verstehe es nicht. Was ist meine Aufgabe hier? Muss ich außen rumgehen oder so? Ich komme ja aber an gewissen Kameras gar nicht vorbei. Gut, jetzt muss ich aber noch zu dem anderen Areal, weil... Was macht denn das hier? Okay. Das hilft mir für was?
Ja, ich muss aber sagen, dass ich das sehr, sehr angenehm finde. Die eine Kamera schaut immer dahin. Die kann ich auch gar nicht ausmachen. Da ist auch alles zu. Ich komme da oben gar nicht vorbei. Wie soll denn das gehen? Ich glaube, ich muss jetzt da noch außen rum beim Pool, oder? Was? Man kann da aber noch was schieben. Komplexes Ding hier. Ich glaube, ich sollte gar nicht so gehen. Okay, wenn die nur nach rechts schaut, wie weit kann ich vorgehen? Da und da ist ein Winkel. Da komme ich ja gar nicht hin, Alter. Alter! Ich weiß es einfach nicht, ich weiß es nicht. Was bringt dieses Ding da? Das verstehe ich nicht. Das ist das einzige drum, was ich nicht checke. Was macht das?
Und nein, hat sie es jetzt aufgehängt? Das bewegt nur den Kasten. Ich kann gar nicht weitermachen. Ich glaube, das Game hat sich aufgehängt. Na gut, Leute, dann bis gleich.